wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Black Arts. So, unser Team ist fit und wir gehen ein bisschen auf Shopping-Tour. Ich klappe jetzt einfach mal willkürlich ein paar Städte ab und gucke mich ein bisschen um. Und da haben wir auch schon wieder was, Sklavenhändler. Okay, da können wir bestimmt was machen. Aber ich will erstmal hier in den Shop reingucken. Proviant. Wie viel Proviant haben wir eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. 4, da steht's doch. Da könnten wir eigentlich mal wieder was mitnehmen. Dann nehmen wir mal das alles mit. Das nehmen wir sonst nie mit. Senorita? Da ist der Wirt. Übernachten brauchen wir nicht. Das war mir eine Freude. Okay, dann, was ist denn hier los? Hey, ihr da! Gladiator! Was? Wir kämpften zusammen in El Alem. Erinnert ihr euch? Die Ungläubigen bringen mich in die Bleiminen von Dujar. Bitte helft mir. Rastulla verbietet den Umgang mit Blei. Schafft den Sklaven endlich fort. Immer diese lästigen Unterbrechungen. Der Novadi dort. Was würde es kosten, ihn freizulassen? Der? Hm. Er ist zwar vorlaut, aber er ist ein Exot. Allerdings weigert er sich ständig zu essen. Sagen wir 50 Golddukaten. Kaufen wir ihn frei? Ja, 50, Alter. Ich weiß nicht, ob das halt einfach nur vom Spiel Fallen sind. Ich würde es dem Spiel zutrauen, dass man einfach bei solchen Dingern Geld ausgeben kann, weil es gibt natürlich jetzt viele Spieler, die sich dann sagen, ja, es ist richtig, ihn frei zu kaufen. Der belohnt euch dann, der gibt euch was Seltenes. Es kann in diesem Spiel aber auch gut sein, dass wir ihn frei kaufen und davon nichts haben. Dass sich nichts ändert. Wir werden damit nicht die Sklaverei beenden und wir werden vielleicht auch nicht das seltene Excalibur erhalten. Vielleicht ist es komplett für einen Eimer, aber wir haben ein gutes Herz, Breeza hat ein gutes Herz und deswegen hier dein Geld, du Arsch. Hier habt ihr eure 50 Münzen. Jetzt lasst den Mann gehen. Er gehört euch. Danke, ungläubige Freunde. Ich sah mich schon in den Minen arbeiten. Geht es euch gut? Jung und schön wie der Wüstenmorgen. Du musst jene Aurelia sein, von der die Rede war. Dann habt ihr eure Hexe ja doch noch gefunden. Maha Asalama. So, er hat sich jetzt bei uns bedankt und ist abgedampft. Ob wir ihn wiedersehen, ob sich das für uns auszahlt, man weiß es nicht, aber er hat uns damals ja auch einen Tipp gegeben, er hat uns ja auch geholfen. Deswegen passt das schon, aber 50 ist echt teuer, das ist echt unverschämt. El Alhelm, dann gehen wir mal dahin. Man weiß nicht, wo wir noch überall was entdecken können. Da waren wir schon drin, hier ist eine Heilerin. Ihr seht doch gesund aus, ja. Wir sind eigentlich ganz fit. Sucht euch mal. Ist der Schmied Wurfsperre, brauchen wir eigentlich nicht. Jagdpfeile nehme ich mit. Ich kaufe überall die Pfeile auf, ist mir egal. Schäbiger Gürtel brauchen wir auch nicht. Raja mit. Da können wir nur noch mal spenden. Raja mit euch. Das möchte ich aber gar nicht. Gut, ich habe mich jetzt mal ein bisschen anders hingesetzt. So langsam, mein Bürostuhl ist echt unbequem, merke ich. Wenn man da so wirklich mal ein paar Stunden sitzt, das geht echt auf den Nacken. Mengbilla, da ist bestimmt was zu tun. Ist halt eine große Stadt, da können wir uns ein bisschen umsehen. So. Senorita? Senorita. So, was haben wir denn hier? Okay. Nicht wirklich beeindruckendes, möchte ich festhalten. Ich glaube, wir nehmen nochmal Proviant mit. 17 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich übertreibe da jetzt trotzdem mal, ist mir jetzt egal. Ich nehme jetzt mal 10 Stück mit. So. Mullbinden, wie viel haben wir denn da noch? Haben wir gar nichts mehr, glaube ich, ne? Es wäre aber ganz praktisch, falls wir in einem Dungeon sind und wir können nicht zu einem Heiler. Nehmen wir auch mal 11 Stück mit. Okay, wir sind vollkommen überladen. Vollkommen. Ich weiß gar nicht, was das für Strafen gibt, wenn wir überladen sind. Okay, gut. Dann müssen wir mal kurz ins Inventar gehen. Breeza schon mal die Pfeile geben. Wir haben jetzt einige.
So, dann füllen wir die hier auch mal auf. Die nehmen wir da mal raus. Legen da auch mal normale rein. Ich möchte nämlich die gar nicht mehr benutzen. Okay, und die sind... Vielleicht haben wir doch ein bisschen übertrieben. Vielleicht habe ich doch ein bisschen... Ich neige dazu. Ich neige immer zur Übertreibung. Deswegen, komm. Die 71, die 131 behalte ich mal. Die stumpfen Pfeile verkaufe ich jetzt auch mal. Wir müssen ein bisschen ballastlos werden. Die Elixiere verkaufe ich jetzt mal nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, einfach meine Waffen zu vergiften. Ist jetzt vielleicht nicht so gut, aber... Was macht das? Effekt. Giftschaden, Mut, Klugheit. Also das geht, da geht einiges hoch. Das lege ich mal auf Breezer. So, sehr gut. Schlafgift behalten wir mal. Betäubt, okay. Betäuben. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Klugheit, Fingerfertigkeit, Giftschaden, Attacke, Parade. Aber wir haben, glaube ich, bessere noch. Zielwasser. Das könnte ich Breezer auch noch geben. Ist das permanent? Dauer, ganzer Kampf. Okay, das kann ich also nur im Kampf benutzen. Drei Runden. Kann ich auch nur im Kampf benutzen. Alles klar. Das legen wir mal auf Naurim. Haben wir noch was? Arachne hätten wir noch. Das klatschen wir mal hier auf Takate. Das können wir eigentlich auch noch auf Takate. Ah, okay. Ist schon vorbei. Und die Waffen würde ich eigentlich, die zwei Magier vergiften. Also die Waffen vergiften ist eigentlich dämlich, weil... Ich weiß, in letzter Zeit haben wir es benutzt, aber... Ich gehe mal ins Alchemistenviertel. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Ob wir da noch was machen können. Tränke kaufe ich jetzt mal nicht. Ich verkaufe da vielleicht mal ein paar Tränke. Komm. Waffenbalsam. Eine silberne Paste, die zwei und erhöht. Ich werde diese Dinger nie einsetzen. Deswegen. Komm. Zaubertrank benutze ich auf jeden Fall. Granatapfel. Boah. Wurfwaffen. Ziehe die Wurfwaffe in einen freien Gürtelslot. Damit können wir damit unsere Wurfwaffen verzaubern? Beil. Hiebwaffe. Okay, das brauchen wir nicht. Sie hat einen Wurfbeil. Irgendjemand hatte doch noch... Genau, er hat Wurfdolche. 1W6 plus 6. Was macht das? 1W6 plus 8. Dann würde ich sogar vorschlagen, wir versuchen das mal bei dem hier. Okay. Den kann man also werfen wahrscheinlich. Also das 5 Lebenspunkte. Wir heilt alle Gifte, das behalten wir. Zielwasser, komm. Wie viel kriegt er? 4 Gold. Das kann ja nicht so. Das kommt auch weg. Elixier der Intuition. Das ist halt für den ganzen Kampf, aber ich werde es nicht benutzen. Ich werde es einfach nicht benutzen. Deswegen ist es so dämlich, das aufzuheben alles. Der Klugheit. Schlafgift. Es ist zwar schön, dass es diese ganzen... Tränke gibt und dass man da sich ein bisschen buffen kann, aber schwarzer Lotus für Wurfwaffen, ich werde es halt nicht benutzen. Ich werde es halt echt nicht benutzen und dann ist es halt Blödsinn, das ganze Zeug mit sich zu schleppen. Deswegen, ja, so lassen wir das jetzt immer. Wir sind immer noch überladen. Wahrscheinlich wegen den Millionen Pfeilen, die ich dabei habe. So. Was gibt es? Da können wir also nichts mehr tun. Bis später. Mhm.
Da können wir auch nichts mehr tun. Bis später. Schön. Gut, gehen wir nochmal zurück. Denn mir ist da was aufgefallen. Ja, können wir hier noch was machen? Was gibt es? Eigentlich nichts. Auf bald. Auf bald. Dann gehen wir mal ins Alchemistenviertel zurück. Okay. Zum Stadtzentrum. Und zwar das hier. In die Tischlerei einschleichen. Machen wir das einfach mal. Leise rein, das Gift in seinem Zimmer verstecken, leise wieder raus. Gefällt mir nicht. Ah, das war die Nebenquest. Das war die Nebenquest. Jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Habt ihr euch verirrt? Wir... Einbrecher! Helft mir! Verdammt. Müssen wir den jetzt... muss man den jetzt irgendwie... Ich will den doch gar nicht... Okay, der hat sich eingesperrt. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt an den rankommen soll. Hilfe! Okay, dann mach mal die Kiste da kaputt. Ach nee, jetzt hat er sie verschoben. Gehen wir mal hier rüber. Autsch, da war eine Falle. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf Fallen aufpassen. Das ist ein Job für Breeza, würde ich sagen. Ja, dann hau doch mal drauf. Mach die kaputt. Breeza. So, schon sehen wir ein paar Fallen. Das ist ganz gut. Machen wir das mal kaputt hier. Und die rennt natürlich voll rein. Ach, verdammt. Ich sehe die Fallen und stolper trotzdem rein, weil ich so klug bin. Das ist alles Taktik. So, Naurim. Kann eigentlich gar nichts machen. Was ist das? Ein Waffenversteck? Seit wann arbeiten Tischler mit Dolchen und Schwertern? Oh. Ich sehe schon. Aus der Nummer kommen wir nicht unbeschadet raus. Hm, okay. Takate kann das hier mal kaputt machen. Ich weiß nicht, ob ich mir hier überhaupt so viel Zeit lassen darf. Anscheinend. Mit Breeza. Ich komme ja nicht durch. Die stehen ja alle im Weg. Deswegen werde ich jetzt mal hierhin erstmal gehen und dann abwarten. Aurelia. Ich weiß natürlich nicht, was die Dinger da hinten auslösen. Was ist das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe da jetzt mal hin. Das war eine Falle. Toll. Aber ich muss ja irgendwie durchkommen. Das ist auch eine Falle. Schön. Finde ich gut. Wie kommt man überhaupt zu dem Kerl rüber? Wie geht das? Aurelia ist platt. Ich mache das nochmal. Sorry, Freunde, aber... Hä? Wie soll ich denn dann zu dem rüberkommen? Habe ich was verpasst? Habe ich irgendwas... Habt ihr euch verirrt? Wir... Einbrecher! Helft mir! Hier ist die Tür. Ja, aber da sind doch Fallen davor. Da kann ich doch... Wie soll ich ihm denn dann folgen? Frage ich mich. Okay, das ist mal kaputt. Breeza darf gleich mal ihre Sinnesschärfe einsetzen. Wir haben hier eine Falle. Wir haben hier eine Falle. Die kann ich ja entschärfen, rein theoretisch. Aurelia. Aurelia. Danke. Kann ich die jetzt nicht irgendwie... Hallo? Entschärfen? Geht das nicht? So? Nee, geht nicht. Toll. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu dem Kerl... Hä? Was ist das? Ein Waffenversteck?
Seit wann arbeiten Tischler mit Dolchen und Schwertern? Ich sehe schon. Aus der Nummer kommen wir nicht unbeschadet raus. Ja, sehe ich genauso. Wie soll ich denn da rüberkommen? Und was sind jetzt das für Dinger hier? Auch Fallen? Ich bin etwas verwirrt. Wie komme ich darüber? Was ist das? Abwarten. Benutzen. Ich kann die Falle nicht entschärfen. Ich bin gerade etwas, mach jetzt einfach alles kaputt. Vielleicht gibt es ja doch einen Weg, den ich gehen kann. Kann ich jetzt mit Naurim da drauf? Ich probiere das jetzt. Naurim? Bewegung? Nein, kann ich nicht. Die Fallen sind immer noch aktiv. Ich bin doch etwas... Finde ich jetzt nicht so geil. Da kann ich nicht durch. Also das ist ein bisschen ätzend, muss ich sagen. Da muss man sich erstmal irgendwie einen Weg suchen und hoffen, dass man... Was geht denn hier ab? Also durch den Raum brauche ich jetzt gar nicht mehr gehen, oder wie? Hilfe! Oder hört das wieder auf? Ich verstehe gar nichts mehr. Du wartest. Da ist wieder eine... Ach nee, das ist der... Das war ja schon vorher da. Stimmt. Hatte ich vergessen. Ja, dann trete ich da mal drauf. Hä? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Kann ich das... Und was sind das hier für Dinge? Muss ich hier irgendwo rein? Ist da hinten eine Tür? Ich glaube, da ist zwar eine Tür, aber da sind ja auch diese Fallen. Da laufe ich ja auch voll in die Fallen rein. Ich bin etwas verwirrt. Etwas verwirrt. Freunde, ich bin etwas durcheinander gerade. Bin ich dumm? Kann das sein? Es muss doch möglich sein, das unbeschadet zu schaffen, dass ich da irgendwie unbeschadet rein kann. Ich kann die Dinger nicht angreifen. Das ist also auch Gift. Ich verstehe es nicht. Ich starte nochmal neu. Wie soll das funktionieren? Ich muss doch irgendwie da durchkommen, ohne dass meine Leute... Habt ihr euch verirrt? Wir helft! Schwierig. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass ich da irgendwie durchkomme, ohne dass ich dabei drauf gehe. Das muss doch drin sein. Verdammt. Okay, da war eine. Egal. Aurelia bleibt da erstmal stehen. Breeza, von dir hätte ich gern das, genau. Naurim kann mal das hier kaputt machen. Wie komme ich darüber? Was ist das? Ein Waffenversteck? Seit wann arbeiten Tischler mit Dolchen und Schwertern? Ich sehe. Ja. Kennen wir. Wie komme ich an den ran? Wie komme ich darüber? Das ist doch komisch. Sehr, sehr komisch. Es muss eine Lösung geben. Hier sind überall Fallen. Wenn da rüberlaufe, ich trampel voll in eine Falle. Dahin. Wenn ich jetzt das hier kaputt mache, kann ich dahin.
Oder kenne ich hier einfach wieder was nicht? Oder ich weiß auch nicht. Wenn ich da jetzt hinlaufe, laufe ich hier wahrscheinlich rein. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Nee, es geht. Oh, das wollte ich gar nicht. Toll, super. Triffst nicht mal eine Kiste, die direkt vor dir steht. Ich bin so stolz auf dich, Brisa. So, der löst hier diese Giftschwaden aus. Okay. Das heißt, ich muss in diesen Raum reinkommen. Aber wie komme ich da jetzt rein? Wenn ich da jetzt drauf trete, dann werde ich gebrutzelt. Das weiß ich, aber ich muss ja da rein. Das ist doch bescheuert. Das ist erst dämlich. Und die Türen sind wahrscheinlich verschlossen, oder? Ich kann sie zumindest nicht öffnen. Toll. Wie kriege ich das? Hä? Ich verstehe es nicht. Sorry, ich verstehe es nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Da sind Fallen. Ist irgendwo unter den Kisten ein Hebel oder ein Geheimgang oder... Ich mache jetzt einfach mal alles kaputt und versuche irgendwie was zu finden, wo ich dann hier durch könnte. Jetzt läutet er seine Glocke. Das ist okay. Nehme ich an. Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Okay, hier ist eine Falle. Da komme ich auf jeden Fall nicht rüber. Das heißt, ich kann mit Aurelia nur zurück. Ja, das war's dann auch schon. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich sagen. Ich gucke mir jetzt das mal ein bisschen an, bis ich rausgefunden habe, was wir da machen müssen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Ist das seltsam. Was soll ich denn hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hä? Ich check nix. Bäh.